In einem vorherigen Video habe ich mal gezeigt, wie man für diese Schaltung die Gesamtimpedanz und Admittanzortskurve in Bezug auf diese beiden Klemmen oder aus Sicht dieser beiden Klemmen von Hand konstruiert und bestimmt in einer gaußschen Zahlenebene für die Impedanz und für die Admittanz. Und die Idee für dieses Video ist, das Ganze jetzt einfach nochmal zu machen in einem Mathematik-Numerik-Programm wie Octave. Das Ganze funktioniert auch in MATLAB. Oh, und ich mache das jetzt mal hier gleich in dem Editor, sodass man dieses Programm immer wieder hintereinander laufen lassen kann. Und am Anfang eines jeden Programmes ist es immer schlau, so ein Clear-All zu haben, um mit einem leeren Variablenspeicher und mit einem leeren Workspace anzufangen. So, jetzt müssen wir eigentlich nur diese ganzen Gleichungen, die hier stehen, in das Octave übernehmen. Und wir brauchen auf jeden Fall mal am Anfang ein paar Werte für R und C1 und C2. Denn die Numerik-Software braucht irgendwelche Werte. Hier haben wir das ja nur rein qualitativ gezeichnet. Also dem R, sagen wir mal, das sollen logarithmisch gestufte Werte sein. Zwischen 10 hoch minus 3, das ist ein Milliohm, und 10 hoch 3, das ist ein Kiloohm und 1000 Werte. Und dem C1 und dem C2 gebe ich jetzt einfach mal ein Farad mit als Wert. Das ist zwar relativ groß, aber okay. So, dann haben wir Werte. Jetzt brauchen wir halt diese Gleichung hier. Also wir brauchen die Impedanz von dem, die Impedanz von dem, die Admittanz von dem, die Gesamtadmittanz als Summe und die Inversion am Ende in Richtung einer Impedanz wieder. Also wir brauchen das ZC1. Das ist 1 durch J mal Omega mal C. Mal C1, dann sehen wir, okay, wir brauchen auch noch ein Omega, wir brauchen auch noch die Kreisfrequenz, der hier konstant ist, der gebe ich auch mal einfach den Wert 1. Dann brauchen wir die Impedanz des oberen Zweiges, die nenne ich mal ZRC1, die ergibt sich eben aus der Summe der Impedanz von dem Widerstand und der Impedanz von der Kapazität. Dann müssen wir das umwandeln in eine Admittanz, um das parallel schalten zu können. Und die Admittanz ergibt sich aus der Inversion 1 durch die Impedanz. Und die Impedanz, also in dem R hier stecken ja ganz viele Werte drin, damit sind das auch ganz viele Werte, sozusagen ein Vektor. Und wir wollen nicht 1 durch diesen Vektor rechnen, sondern wir wollen das elementweise rechnen. Jedes Element des Vektors soll invertiert werden, dafür brauchen wir diesen Punkt. Dann brauchen wir die Admittanz von der Kapazität, von der zweiten Kapazität. Das ist einfach J mal Omega mal C2. Und dann können wir auch schon die Gesamtadmittanz ausrechnen der Parallelschaltung. Die ergibt sich einfach aus der Summe der beiden Einzeladmittanzen und das Ganze nochmal einmal invertieren. Und dann kriegt man auch schon die Gesamtimpedanz. Und das kann jetzt dann geplottet werden. Das geht ganz einfach, indem man jetzt einfach sagt Plot. Also wir plotten mal einmal die Impedanz und machen noch eine zweite Abbildung auf und plotten dann halt im gleichen Sinne nochmal die Admittanz und schauen uns das erstmal an, wie das aussieht. Hier oben kann man das laufen lassen. Jetzt muss man das unter irgendeinem Namen abspeichern. Ich nenne das einfach mal Ortskurve. Und dann sieht man, dass hier zwei Abbildungen entstehen, die jetzt auf den ersten Blick erstmal irgendwie relativ gleich aussehen, was aber daran liegt, dass die, und die sehen auch nicht unbedingt wie die Kreise oder Halbkreise aus, die hier gezeichnet sind. Ja, das liegt aber eben an der Achsenskalierung. Also hier, das ist die Finger 1, das ist die Impedanz, die hat einen negativen Imaginärteil und einen positiven Realteil. Das ist hier nur, das sind 0,5 und das sind nur 0,25, deswegen ist der Kreis so ein bisschen verzerrt. Und hier der Kreis hat einen positiven Imaginärteil, das ist die Admittanzortskurve. So, und jetzt ist eigentlich der Rest, das hier vielleicht noch so ein bisschen schick zu machen. Dazu kann man erstmal sagen, liebes Octave, skaliere uns mal die Achsen bitte so, dass die halt jeweils die gleiche Achseneinteilung haben, also dass der Kreis am Ende rund wird. Und man kann ihm natürlich jetzt hier noch einen Titel geben, Impedanzortskurve, und was man auch machen sollte, ist mal die Achsen zu beschriften und sagen, das ist halt der Realteil der Impedanz und die Y-Achse, das ist der Imaginärteil der Impedanz.
Und so ein bisschen schöner wird das noch, wenn wir da halt auch sinnvolle Achsengrenzen setzen und sagen, für die Impedanz soll die x-Achse mal von 0 bis 1 gehen und die y-Achse von minus 1 bis 0. Dann ist es nämlich ungefähr so skaliert, so wie wir das jetzt hier haben. Und das kopiere ich jetzt einfach mal und packe das hier unten drunter und passe jetzt nur die Sachen an, die sich ändern. Also das ist hier natürlich dann die Admittanz und die hat das Formelzeichen y und y. Und die Admittanz skaliere ich jetzt ein bisschen größer und natürlich mit einem positiven Imaginärteil, mit einem positiven y. Und lasse das nochmal laufen und wir schauen uns das nochmal an. Und es funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Schauen wir mal in das Befehlsfenster. Eigentlich sollte es funktionieren. Ich mache mal die Abbildung nochmal zu. Ah, hier hat es auch funktioniert. Also einfach nochmal laufen lassen. Und dann sieht das auch schon besser aus. Okay, also die Impedanzortskurve ist ein Kreis, ein Halbkreis, der in der negativen, im vierten Quadranten liegt mit einem negativen Imaginärteil. Das ist genau das, was wir hier sehen. Und die Admittanzortskurve, das ist genau dieser Kreis oder Halbkreis, der sich hier oben ergibt auf der positiven Achse. Das ist genau das, was man hier sieht. Und ja, auf diese Art und Weise sieht man, kann man sehr schön eine Probe machen oder sich nochmal überlegen, ob das so passt, was man von Hand konstruiert hat. Und das funktioniert natürlich auch für ein bisschen kompliziertere Schaltungen, bei dem man jetzt einfach hier in dem Teil noch ein paar mehr Gleichungen aufschreiben würde, die aber auch nicht wahnsinnig kompliziert sind, weil man ja immer nur Inversionen hat, so wie an dieser Stelle, und in Parallelschaltung eben Admittanzen addiert und in Reihenschaltung Impedanzen addiert.